Hallo, mein Name ist Wessi Hönau. Dankeschön. Wessi. Ja. Und aus Appenzell Ausserrhoden, der Dani Ziegler. Sorry, ich bin ja posten auf Konstanz. Auf Konstanz? Ja, es ist unglaublich, wie Konstanz das billig ist. Das Lampedusa von der Schweizer Hochpreisflüchtlinge. Ja, aber weißt du, wie ist es dort günstig? Ja, was bist du denn in Konstanz posten? Entschuldigung. Michael, es ist keine Zeitung. Doch. Natürlich Euro habe ich postet dort. Stinkbillig Euro. Den findest du sogar bei den Warenhäusern vorne raus im Würtisch. Er verbreitet Angst und Schrecken. Er ist zerstörerisch. Er ist riesig. Von den Machern von Der Mindestkurs. SNB und Thomas Jordan präsentieren Der starke Franken. Er lag in Ketten, nun ist er frei. Und niemand kann ihn stoppen. Er vernichtet Kapital. Er frisst Jobs. Er überfällt Supermärkte in Konstanz. Nenn ihn nicht Frankly. Er ist der starke Franken. Subventionen für die Bauern ist ja immer eine umstrittene Sache. Aber jetzt gerade mit dem neuen starken Franken werden von der Bauernseite wieder mehr Forderungen gestellt. Mich hat Wunder genommen, wie sieht das eigentlich an der Basis aus und habe darum einen Bauer besucht auf seinem Feld, den Herr Wermelinger. Herr Wermelinger, was sind jetzt eigentlich die grössten Schwierigkeiten für Sie als Bauer und Unternehmer? Ja, wir sind Tempomden im Moment, oder? Wir zeigen ja da, ich kann den Weizen nicht ernten. Ja, also auch als Laie sehe ich jetzt da, dass es da kein Weizen steht. Eben, darum kann ich ja nicht ernten. Und da haben wir einen schönen Kopfsalat getrunken, das ist alles nichts. Da habe ich auch mehr. Ich meine, das ist eine Katastrophe mit dem Schnee hier. Da müsste also der Bund jetzt schon mal etwas machen mit dieser Winterzulage. Sie finden, also der Bund müsste etwas gegen den Winter machen? Ich meine, was soll er da machen? Die Felder überdachen? Dann komme ich doch mit meinen neuen breiten Maschinen nicht mehr durch, wenn da überall Stützen sind. Ich habe etwas überlegt beim Fragen. Jetzt hat doch aber der Bund im letzten Herbst doch wieder sehr viele Subventionen für die Bauern gesprochen. Letzten Herbst. Seit letzter Woche haben wir Bauern nicht einmal eine Teuerungszulage bekommen. Und Verkäsungszulage? Ja, die geht an die Demi und an Migros und an Coop und der Rest von der Zulage an Nestle und Appell, wo ich nicht bekomme. Und Traufutterzulage? Seht ihr da irgendwo Raufutter ausser dieser Krumme, die ich jedes Mal habe? Das kommt mir übrigens bekannt vor. Ja, ich schaue es immer am Mittag zu oben. Ist gut wieder. Ja, danke. Aber ich werde jetzt doch wieder zurückkommen. Der andere ist aber auch noch gut. Komm. Ja. Herr Wermelinger, was sind denn jetzt Ihre konkreten Forderungen am Bund? Also, am einfachsten wäre, wenn der Bund gerade jedem Bauer würde ein Bankomat-Kärtchen geben würde. Und ab 16 Hektar einen eigenen Bankomat im Stall. Wir Bauern haben die Hausaufgaben gemacht. Ich habe auch jetzt wieder den Hof müssen umstrukturieren. Sie richten Ihren Hof nach dem Eurokurs aus? Ja, also beim Personal einmal. He? Sie haben müssen Personal entlassen? Ja, also, beziehungsweise die Frau ist mit davon gelaufen. Wegen dem tiefen Euro? Ja, ich vermute es. Also, an mir kann es nicht gelegen haben. Vielen Dank. Der Roger Köppel selber hat hier überhaupt kein Problem damit, dass er Chefredakteur im Nationalrat ist. Und er steht mit dem nicht allein. Da gibt es noch ganz andere Leute, die das genau gleich sagen. Wieso sind eigentlich früher noch Chefredaktoren in Politik? Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Chefredaktoren in Politik einsteigen. Es hat es immer gegeben, in schwierigen Zeiten. In den schwierigen Zeiten? Der Bretscher von der NZZ? Ich erinnere an einen Willy Bretscher. Langjähriger NZZ-Chefredakteur, jahrzehntelang Nationalrat für die FDP in Bern. Ich erinnere an Peter Dürrematt. Der Dürrematt in Basel. Chefredakteur von der Basler Nachrichten. Der Chefredakteur von der Basler Nachrichten ist im Ding gekommen, im Nationalrat. Der Bundesrat Nobst.
Und ich erinnere an Herrn Schnops, Ihnen bekannt, SP, Chefredakteur vom Volksrecht. Der war Chefredakteur von vom Volksrecht, oder? Ende Januar bin ich wieder mal seit längerem an die Albis-Güetli-Tagung in Zürich gegangen. Da war er ganz in Zürich. Er war nach langem wieder mal am Albis-Güetli-Tag. Und er hat deutlich am Anfang der Christoph Blocher eine Ansprache gehalten. Und dann kommt Frau Sommer umgegangen und entgegnet. Und nach dieser Rede ist Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga aufs Podium gestiegen und sagt, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Oder wollen Sie die Folter einführen? Tja. Guten Abend miteinander. Ich bin der Meinung, wir haben kein Asylchaos, wir haben ein Grenzchaos. Die Politik will keine neuen Grenzwächter bewilligen. Was machen wir? Als Security-Spezialist würde ich sofort einsteigen. Ich habe ja den scharfen Blick. Hat einen langen Bart und ist Türen trainiert, dann kann es ein Islamist sein oder ein Hipster. Dann musst du mal auf die Schuhe schauen. Hat er Nike Free an, ist es ein Hipster. Sind die Schuhe neutral, schauen wir auf die Socken. Sind sie gemustert, dann ist es ein Hipster. Kommt ein Barfußtrainer, sowieso ein Hipster. An sich ist es an der Schweizer Grenze einfacher, einen Hipster zu verhaften als ein Islamist. Bringt einfach nicht viel. Sind in der Regel gute Steuerzahler, zu denen musst du schauen. Was ist jetzt, wenn einer in einem Toyota Pickup daherkommt? Du musst auf Detail achten. Wenn er so ein Schild auf dem Armaturenbrett hat, ist es ein Förster. Wenn er eine tote Wildsau auf der Ladebrücke hat, ist sicher kein Islamist. Ja, Schweiniges, oder? Wenn er einen Schaf hinten drauf hat, ist es schwieriger. Könnte theoretisch für die Hochzeit von einer Zwangsheirat sein. Oder es ist ein Vorarlberger Sodomist. Wenn er hinten drauf aber ein Kleber von der Landi hat, kein Problem, dann ist ein Schafzüchter, der sie dir ins Reitenbad bringt. Jetzt, was ist, wenn auf dem Toyota Pickup ein Maschinengewehr montiert ist? Der Leihenunterfall ist klar, eben nicht. Könnte eine Retüre von einem Schweizer Gewehr aus Saudi-Arabien sein, das hier revidiert hat? Müssen wir reinschauen, wollt ihr auch wieder raus? Kommt einer in einem dicken Mercedes mit drei verschleierten Weibern hinten drin, denkst du, jetzt packeln wir den Terrorist? Weit gefehlt. Sind Gäste für die 5-Sterne-Hotellerie. Mit denen machst du zwar keinen schönen Alkoholumsatz, aber musst nicht, was kommt. Und wenn du ein Auto auseinander nimmst, das im Handschuhfach Papiernastiechli hat, unter der Sonnenblende eine Buschel Euronoten, im Fussraum bei der Hintersitz Schissi-Papier für einen mittelgrossen Betrieb, auf der Hintersitz Garto mit Lebensmitteln, um einen kürzeren Krieg zu überleben, und im Kofferraum Baumaterial zur Erstellung von einem Scharfschützennest. Ich frage sie, ist denn ein Islamist? Nein, verklemm mich, es ist ein Schweizer Einkaufstourist. No, I tell you, I'm not in the office at the moment. I'm in the Federal Building of Switzerland. Yeah, I have to clean up the whole mess, because so Switzerland is going down the river. Oh, Magdalena, wie hast du eine Art Bündnerdeutschen? Hoi, Toni, bin gerade so weit. Also, tomorrow you come to my office in Herliberg. Herliberg, yeah, that means Little Mr. Mountain. Also, see you. Und? Wie gefällt es dir also da im Bundeshaus? Ja, könnte alles ein bisschen effizienter sein. Und ausgesehen tut es, wie wenn es den Bortolucci geschreinert hat. Aber ich werde mein Mandat sowieso von Herliberg ausüben. Ich weiss nicht, ob das eine gute Idee ist, Magdalena. Weißt du, als Nationalrat solltest du... Oh. Oh, what's that? Hey, Che? Che Yenzhong? Chang King? Huosan? Chengko Grabinden? Henjing ka jo, hanting ko breakdown. Chen kong kai sinking steps. Yang kong cheng breakdown. Okay, good, thank you. Also, ja, okay. Tschüss, ja. Das war der chinesische Wirtschaftsminister. Der ist aber noch unternehmerfreundlich. Der hat mir jetzt gerade Steuern erlassen für unsere neue Niederlassung. Oh, Peking? Nein, Sinking. Chinesen haben eben begriffen, dass die Menschenrechte schädlich sind für unsere Wirtschaft. Aber schau mal, für deine Arbeitsentlastung hier in Bern brauchst du einen persönlichen Mitarbeiter. Nein, Toni. You dreamer. So einen habe ich natürlich schon. Aber nicht am Ende Mögli, oder? Nein, der eine gerade den Pool bei meinen Eltern. Nein, der Vater hat mir einen empfohlen. Einen, den ich von klein auf schon kenne. Wo ist er jetzt? Ah, dort hinten. Schlaf! Du, jetzt schlaft er. Komm jetzt mal da hin. Der Ueli.
Ja, dem vertraue ich. Da hat man als Kind schon den Schultag tragen, gell? Also, was tue ich du? Wenn mein Car ist dort. Hä? Was tue ich du? Das Auto waschen. Ja. Mit abladern. Genau. Mach ich gerade Christoph. Hat der Bruder mal eine Aufgabe, die sinnvoll ist. Und du, Toni, machst, was der Vater sagt. Du wirst Bundesrat. Das ist dann im Fall kein Witz, gell? Oh, verrückte Sich. Die Abstimmung im Nationalrat gewonnen hat ja ein Mann. Das ist unser Wirtschaftsminister, der Johann Schneider-Ammann, nicht, wo eigentlich der Rat dann am Schluss mit einem ganz tollen, relativ gut fundierten Argument überzeugt hat. Ich habe Ihnen sehr bewusst, Herr Nationalrat de Bimont, die Lesart des Bundesrates zu den einzelnen Buchstaben des Absatzes Artikel 5 Absatz 2 vorgelesen. Das zeigt die Interpretation auf, das zeigt auf, wie gewertet wird. Der Kern der Aussage heißt, die Menschenrechtsfragen werden wie herkömmlich höchst gehalten. Es gibt eine im Interesse der Rüstungsindustrie bescheidene Anpassung, und zwar in Richtung eines Rechts, wie es neutrale Staaten wie Österreich und Schweden kennen. Es könnte mit der Revision dann zukünftig in ein Land Rüstungsmaterial geliefert werden, wenn dieses Rüstungsmaterial nicht eine direkte Gefahr für die Verletzung von Menschenrechten bedeutet. Ebe! Ah, jetzt! Also, ja, ja! Ja. Guten Abend miteinander. Der Zustand von diesen Bratwürsten, die die Kinder hier im Wald draussen essen, ist absolut indiskutabel. Weil entweder heben sie es unten voll ins Feuer rein, bis sie verkohlt sind und kommen nachher Krebs über. Oder dann schwenken sie es einfach oben ein bisschen durch die Flammen, bis sie ein bisschen angerusset sind, essen es dann roh und haben dann Salmonelle. Sie als Eltern müssen jetzt aber keine Angst mehr vor dem Waldtag haben, weil jetzt gibt es den von mir entwickelten Bratwurst-Niedergaradapter. Der ist ganz einfach. Die Bedienung, man tut den Deckel auf, die Bratwurst oben rein, Deckel zu, fertig. Durch die dicke Wand wird jetzt die Wärme schön regelmässig verteilt, es brennt nichts an und man kann den Adapter gerade so voll in die Flammen hineinrühren. Das wird jetzt allerdings ein bisschen abstrakt. Wir stellen uns jetzt einfach vor, dass die Wurst jetzt von sich angeht. Wir brauchen jetzt die Zeit für uns und können hier den Picknickplatz ein bisschen einrichten. Und zwar machen wir hier aus so einem Baumstrunk eine kleine Bratwurstverarbeitungszentrale. Das ist die Adapterklemme. In die tun wir dann nachher den heißen Adapter einklemmen. Die Wurst hat jetzt etwa 40 Minuten und dann können wir sie schon rausnehmen. Und zwar machen wir das am besten mit dem im mitgelieferten Adapter-Kit beigelegten Aufsteckteil. Und das zwar können wir jetzt das hier auf irgendeinen Stecker oben drauf stecken und so den Knebel zu so einer Wurstkralle upgraden. Das Handling ist ganz einfach und vor allem völlig sicher. Sie sehen, es hat da so einen Schlitz. Jetzt können wir mit dem Schlitz hier in die Adapterklemme einfahren. Und schon hebt das ganz sicher. Weiter im Toolkit dabei haben wir hier den feuerfesten Händchen. Plus den Spezialschlüssel. Mit dem Spezialschlüssel kann jetzt die Kindergärtnerin auch völlig verhockete Deckel ganz einfach aufmachen. Auch hinten müssen wir gerade von Anfang an gerade lösen und den Deckel wegnehmen. Damit jetzt die Kinder selber können da die Wurst aus dem Adapterrohr rausnehmen, habe ich jetzt zusätzlich noch da den praktischen Wurstheber erfunden.
Auch den kann man hier auf dem Baumstrunk festmachen. Jetzt, Familien oder kleine Gruppen können den gerade so brauchen. Wenn Sie jetzt mit einer grösseren Klasse unterwegs sind, würde ich unbedingt noch zusätzlich das Multikit-Step-Pedal dazu nehmen. Das können Sie einfach hier einhängen. Und dann kann die Pädagogin hier das Adapterrohr rausnehmen, oben reinschrauben. Hoppla. Ja, natürlich nur mit dem feuerfesten Händchen anhängen. Und dann können sich die Kinder hier selber ihre Wurst oben rauslassen. Und haben beide Hände frei. So. Danke vielmals. Das ist die letzte Talkshow der Woche. Hallo miteinander. Mein heutiger Gast ist niemand anders als der Lokalradio-Macher Roger Schoinski. Roger, hallo. Hallo. Freut mich, dass ich der erste Gast in deiner ersten Sendung bin. Frag mich doch, wer ich bin. Roger, aus welchem Grund soll ich dich fragen, wer du bist? Ich weiss genau, wer du bist. Weil mein Buch so heisst. Wer bin ich? Es ist die erste Autobiografie, die jemals ein Radiopionier aus Zürich-Wiedecken geschrieben hat, der Number One von Sat 1 war. Ehrlich gesagt, bei deinem Buch haben mich die Stellen, die du über deine erotische Flirt mit deinen Radiokonzessionen schreibst, total gelangweilt. Interessanter sind die Kapitel über deine vielen Frauen. Dort, wo du etwas von deinem inneren Kern erzählst, dort, wo du selber mit dir happern tust. Ja, das ist auch immer wieder beeindruckend für mich selber. Aber frag mich jetzt doch, wenn ich das geschafft habe, gegen alle anderen eigensüchtigen Verleger, die beste Zeitung, das interessanteste Radio und das tollste Lokalfernsehen. Das finde ich eben gerade, Roger, nicht so spannend. Bujo, finde ich nicht gut. Lass dir eins von einem Tagprofi sagen. Du sollst deine Gäste ausreden lassen. Also, was hat dich in meiner Autobiografie, wo ein Erfolg nach dem anderen beschrieben wird, am meisten inspiriert, begeistert und berührt? Also ganz ehrlich, Roger, meine Lieblingsstelle, die wirklich ein gewisses etwas hat, ist die. Ich habe extra dein Buch organisiert und jetzt lese ich es mal vor. In Zürich erreichten mich weiterhin ihre parfümierten Briefe und verstärkten die Sehnsucht nach meiner süßen puerto-ricanischen Geliebten. Roger, ganz ehrlich, ich hätte es nicht besser sagen können, du hast Zeug zum Bachelor. Hey, Wuyo, you're my hero. Das habe ich mir gar nicht überlegt, dass ich auch auf diesem Gebiet könnte der Welt ganz neue Impulse geben. Klar, aber eins musst du wissen, auf diesem Gebiet romantischer Bachelor zu sein, das Wichtigste habe ich schon erfunden, das weißt du schon. Echt? Und was ist das? Hallo, Roger, der super schöne Sonnenuntergang. By the way, das war meine Idee. Okay, who cares? Ganz ehrlich, Roger, für mich bleibst du weiterhin Number One. Aus diesem Grund haben wir auch etwas Spezielles einfallen lassen. Bei den Frauen habe ich einmal gefragt, wo ist die Rose hin? Die sage ich einfach, nimm die Rose bitte an. You're my sunshine. Okay. Well, we know. Rail to kill the broad, get him one word. The court to bang, the bird is only bad broad. Find a girl, a friend of myrtle, a friend of all, a singer only game. Yeah, hit him in. Court to rain, to go see him rewarding you. Point around the camp, boil the beam. Camp the bird again, the boy, the world, the guest of the prophecy. Can't bear can sail out. They were rumble to be told. Came the morning, late morning. Killed their bird, the road. Wow, the king room can see a barrel. Came to have called to be bottle again. Oh, yeah. Sehr gut. Guten Abend miteinander. Bui Hans-Peter. Heutiges Thema fertig mit dem Gassisten Dijon Pierre Zip.
Der Bauernverband konnte durchsetzen, dass man Lebensmittel aus der EU nicht mehr so einfach importieren kann. Wegen A. andere Deklaration auf der Etikette und B. das Zeug ist unfair. Die EU ist sowieso komplett anders gewickelt als wir. Die haben andere Autos, andere Steuerjahre, anderes Wetter. Und am steuerjüngsten ist es bei den Nahrungsmitteln. Ja, ich würde sagen, in der EU fressen sie sogar Kinder. Halte ich allerdings für ein Gerücht. Beim Cassis de Dijon-Prinzip ist es ursprünglich um einen Import von dem französischen Sirup gegangen, wo sie dann noch ein bisschen Pepsi-Wasser reinkommen. 20 Jahrzehnte Alkohol müssen wir jetzt auch nicht haben, oder? Kopfweh und dann gleich keinen echten Schwinger. Oder hier, deutscher Joghurt. Säuerlert, wie wenn nach einer Passfahrt ein Notkötzchen muss machen. Oder hier, italienischer Pesto. Aus dem Glas kann schon einfach, wenn sie gerade den Jutti Platz meien, ein bisschen für uns geschnitten an Jase holen, mit zwei Taktöl mischen und auch Sole Mio singen. Kommt ja günstiger. Das sind natürlich unsere Schweizer Produkte. Meilen besser. Auch bei der Deklaration geben wir uns mehr Mühe als die faulen Siechen aus der EU. Oder bei den Milchpackungen haben wir ja immer so Kühe mit Hörnern drauf. Ob schon das Bauern gar nicht gern sehen. Ja, wenn sie Hörner haben, brauchen die Verwöhnten dort mehr Platz im Stall. Und jojojum, muss der Werbefotograf auf den enthornten Kühen zuerst mit Ayayaldit Hörner aufgeben. Was macht man nicht aus für einen Schweizer Konsument? Voilà. Allerdings, das Kraftfutter für die Milchkühe kommt aus der EU, der Karton für die Verpackung aus Amerika und der Diesel für den Ayayaktor vom Islamischen Staat. Ich würde es gerne etwas positiver sehen. Fertig. Ihr kennt ja Mike, seine Figur, nicht Hans-Peter Burri. Und ihr wisst ja auch, dass wir manchmal auch ein bisschen Parodien machen von der Sendung Sternstunde. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt hat doch die Sternstunde kürzlich eine Sendung gemacht, wo sie uns das wollten zurückzahlen und haben einen Gast gehabt, der weder Hans-Peter Burri aussieht. Ich meine, das ist doch jetzt einfach ein sonnenbilliger Trick. Ein sonnenbilliger Trick. Ja, der hat doch deine Perücke geklaut. Das ist ganz eine ganz schlechte Kopie, weil meine Perücke hat echte Haare, oder? Und die Perücke hier ist mit Heißleim gemacht. Immer mehr breiten sich Roboter in der Arbeitswelt aus. Wo Kostendruck herrscht, tun sie Dinge, die vorher von Menschen erledigt wurden. Auch beim SRF. Roboter bedienen Kameras. Das führt zu Zwischenfällen. Ja, jetzt suche ich hier die Kamera. Andrea Fetsch wurde sogar von einem Roboter angefahren. Danach musste sie weiter moderieren, obwohl ihr Kleid mit Öl verschmiert war. Die Sendung Eco wird neu zur Hälfte von einem Menschen, zur Hälfte von einem Roboter moderiert. Und das ist erst der Anfang. Hier lernt ein Roboter die Armbewegungen von Roger Schawinski. Sogar bei der Sendung Netz Natur halten die Roboter Einzug. Bei der Neunten hat man die Wiederansiedlung, die Rückkehr mit großer Begeisterung gefördert und bei anderen herrscht große Skepsis. Geprüft wird Rationalisierung auch in der Gastronomie. Roboter sind überall auf dem Vormarsch. Sie bringen den Müll weg, sie können kochen und Fahrrad fahren. Und natürlich Autofahren. Immer mehr Autofahrer verlassen sich blind auf die Selbstfahrtechnik. Die Folgen sind fatal. Doch Roboter sind nicht aufzuhalten. Auch in der Politik. Eine Partei setzt sie konsequent ein. Eine Fraktionssitzung der Grünen könnte künftig so aussehen. Nun sollen Roboter auch in den Bundesrat einziehen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Maschine arbeitet schneller und präziser und zuverlässiger. Was ist so eine Verkehrsministerin gegen diese? Aber auch Hybridlösungen sind denkbar. Dann kann die Justizministerin in Brüssel bei Bedarf stärker auftreten. Soldier. I'm a warrior and a member of a team. I am from the Swiss Zivilschutz. I will never accept defeat.
Ich bin Zivilschützer. I never give up. I will never leave a fallen comrade. I am disciplined, physically and mentally tough. Trained and proficient in my warrior task and drill. Ich spritze Wasser und lösche Feuer. I am an expert and I am a professional. It's not a donut, it's a Nussgipfel. Miriam freut sich immer schon Tage voraus auf den Zukunftstag. Der sich der Papi kann auf die Arbeit begleiten. Gell, Miriam? Also, irgendwann hast du auch mal ein Kind, das du mitbringen kannst. Eher nicht. Ich finde Kind und Kindheit nicht so toll. Was? Aber wieso? Kinder. Was machst du doch? Ja, was mach ich da? Ein Schulbesuch am Zukunftstag. Herrgott Sterne, ist das so wohnlich in dem Schulzimmer rein? Mutter, ich gehe seit 20 Jahren nicht mit Schule. Ich arbeite hier als Magaziner. Ja, das stimmt, Frau Grütter. Und wir sollten etwas vorwärts machen. Bring mal die Kiste da hinten. Hey, Sie möchten meinen Sohn jetzt oben kommandieren. Der weiß ganz genau, was er muss machen. Mutter, jetzt müsst ihr bitte nicht ein. Ich soll mich nicht einmischen. Ich will dich unterschmelzen. Du tust dann auf dem Pausenplatz aber nicht den Arm auslachen, weg sind dicke Buche. Halt, Armin, nein, pass auf deinen Rücken auf. Du sollst doch nicht so schwer lupfen. Ah, Herrgott, wie das ist doch das da. Der Doktor da. Mutter! Also, ich muss den Armin von dieser Schule nehmen. Das ist einfach viel zu gefährlich für ihn. Ich habe Angst vor dieser Frau. Mensch, ich nicht. So sind sie halt, die Erwachsenen. Gewalttätige Hooligans sollen mit Integrationsprogrammen wieder in den Alltag eingegliedert werden. Hier hat sich das Showkochen im Fernsehstudio als vielversprechende Therapie erwiesen. Sag mal, also, kochen. Also, wegen der Impulskontrolle darf der sozialisierte Hooligan nicht einfach beim ersten Hörnchen gerade irgendwie Brotwurst, Zampf, Bier. Bier! Ich habe hier höchstens gespritzte Weisse. Ure Schwulme, mein Frosch. Und logisch darf kein richtiges Glas sein. Gefahr von einem Wurfgeschoss. Das könnte beim Hooligan etwas auslösen. Wichtig ist ein sauberes Mise en place. Damit der Kochvorgang sauber vonstatten geht. Verdammt, kann nicht. Ja, nimmst du einfach Fleisch oder irgendein Fleisch. Scheißegal was. Noch dann klopfst du mal ein bisschen. Schiri, aus deines Hochfleisch! Fein schaffen, oder? Ganz, ja. Nicht so grob. Also, Fleisch streicheln, dass es weich wird. Fein streicheln. Nie mehr Nazi-Bee, nie mehr
bis es mürbe ist, oder? Und dann geht es in den Ofen. Gelehrte Sohn! Gelehrte Sohn! Und hack an meine Spein! Nein, es war nur Spass. Nur Spass. Sie sind alles im Griff. Super. Nein, nein, wir uns nicht grillieren. Das ist viel zu primitiv, grob. Machen wir nicht. Die alles nur noch niedergaren. Bei einer Kerntemperatur von höchstens 60 Grad. Gehen ja nur 40. Neustädtisch beziehen wir die Temperatur niedergaren. Geht aber 6 Tage. Und nachdem kannst du mit dem Büro eine geile Kruste machen. Sozialarbeiter, Schiedsrichter, aufs Telefon! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Scheiße! Wie Sie wissen, wenn die Gäste bei uns kommen, stehen wir ja nicht auf, sondern tun einfach so ein Gäste so da anbieten. Und wir haben jetzt gefunden, ich finde, Mike, wir müssten jetzt einfach aufstehen. Nein! Doch, es ist eine Bundesrätin. Wir sind Republikaner, wir ziehen sie jetzt durch. Okay, gut, gut. Wir sind Republikaner und aus demokratischen Gründen bleiben wir sitzen. Aber mit dem grössten Respekt, weil wir freuen uns wirklich auf den Gast. Herzlich willkommen bei uns, Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf. Wie ist das eigentlich jetzt mit dieser Pauschalbesteuerung, die Sie ja vertreten müssen? Finden Sie das gerecht? Oder müssen Sie einfach sagen, dass das gerecht ist? Oder wie ist das jetzt genau? Der Bundesrat hat entschieden, dass das gut ist, dass man die Pauschalbesteuerung hat. Aber gerecht ist sie nicht? Nein. Eben. Haben wir doch, oder? Es gibt klare Aussagen vom Bundesrat, ganz klar. Also, es ist meine Aussage. Ja, natürlich, das ist klar. Das ist klar. Das können wir schon unterscheiden. Wir unterscheiden. Bin ich nicht sicher bei Ihnen. Weißt du übrigens, kann man Sie fragen, um die Steuererklärung auszufüllen? Also, wenn ich jetzt meine Steuererklärung sage, Sie fehlen Sie mir die aus, Sie sind da Fachfrau. Dann würde ich Sie gleich an meinen Mann weiterverweisen, er macht die Steuererklärung. Ihren Mann macht die Steuererklärung? Ja. Ah ja. Und ich finde, dass so etwas Furchtbares eine Steuererklärung macht. Ja, wir alle auch. Humor im Bundesrat. Wird jemand dir gelacht dort? Ja, ja. Also gibt jemand mal einen, erzählt einen Witz oder so? Also ja, aber das sind nicht alle so salonfähig, die man erzählt. Ah ja. Obwohl, unter der Gürtellinie. Ja. Wer erzählt die grüssigsten? Wir machen immer ein internes Rating. Ja, okay. Natürlich hat er das mal nochmal der Mike den Ausblick auf die nächste Woche. Nächste Woche, weil pro-russisch ist, habe ich gerade nochmal angefangen. Ja, fang nochmal an. Scheisse, habe ich schon lange nicht mehr angefangen. Ich hätte mich nicht getraut, so zu sagen. Aber doch. Nimm noch einen Schluck Wasser. Nein. Also, wir haben nochmal. Weißt du was? Ich mache nochmal das an. Das ist ja so. Ich mache nochmal das an. Also, und wie immer, haben wir auch das mal den Ausblick auf die nächste Woche mit dem Mike Müller. Weil pro-russische Milizen das Schweizer Fernsehen besetzen, ist der Uli Maurer gezwungen, die Redaktionsräume der Rundschau zu bombardieren. Kommt, das ist lustig, seid schon gut!